Willkommen auf der Satox. Heute zeige ich euch das Spiel Azur Lane Crosswave für die PlayStation 4. Ist auch für PC erschienen. Ich habe es jetzt hier für die PlayStation. Und da die normale Version, ist ein bisschen dreckig hier gerade, ja nur langweilig wäre, gibt es auch noch dazu die Collector's Box, die man bei IFI vorbestellen konnte oder noch bestellen kann. Aber ich hatte sie jetzt hier über Limited Run gemacht, weil es da irgendwie Ärger gab. Und gut, bevor ich zur Box gehe, guck mal erstmal fix hier rein. Ja, jedenfalls habe ich es mir dort bestellt. Also ist das hier quasi die amerikanische Version. Ist aber egal, bei Region 2. Dann, so hier beiseite. Hier haben wir das Frontcover. Ja, Ayanami kenne ich, Luffy und ja. Name vergessen. War eine Rakete, glaube ich. Beziehungsweise Javelin war es. Genau. Jeder Javelin-Raketenwerfer aus Modern Warfare zum Beispiel. Ja, hier sehen wir noch jede Menge andere Charaktere. Die benenne ich jetzt nicht alle. Prinz Eugen sehe ich. Über 50 Schiffe. Wird sicherlich auch ein paar Updates geben. Ich habe auch schon einen Code zugesandt bekommen für ein paar Extras. Muss ich mal schauen. Ist für einen Spieler, braucht 4,1 GB Speicher und ist steuerbar mit dem DualShock 4 Controller. Und dann gucken wir mal rein. Ich halte es mal kurz hoch, nicht, dass da auch noch ein Code drin ist. Nein, hier haben wir einen kleinen Quick Start Guide mit den wichtigsten Steuerungen und was es noch so gibt. Dann haben wir hier die Disk. Und was haben wir hier noch? Ein alternatives Cover. Ein etwas, nennen wir es mal, aggressiver wirkendes Cover als das hier. Gut, dann so viel zu dem reinen Spiel. Und jetzt interessiert euch ganz sicher auch noch, was hier alles Feines drin ist. Was hier alles Feines drin ist. Jetzt werfe ich die Schere weg. Dann. Also ihr seht, die Box ist recht groß und sie ist auch recht schwer. Und ja, vorne ist das gleiche Cover, nur ein bisschen Querformat wie auf dem Spiel, was ich da oben hingelegt habe. Hier haben wir einen Anker, den Azur Lane Schriftzug, noch einen Anker, nochmal den Azur Lane Schriftzug und die Rückseite. So, schauen wir mal, was in der Box so Feines drin ist. Sie öffnet sich immer weiter. Jetzt bin ich ein bisschen abgerutscht. So, da haben wir das. Und hier ist auch schon ein schönes Steelbook drinne. Mit den Sirenen hieß es, glaube Und in dem Steelbook ist Platz für das Spiel und das Booklet. Das ist, wenn ich das jetzt richtig sehe mit Augenmaß, größeres Format, also DVD-Format, nicht das Blu-ray-Format. Gut, dann gehen wir mal auf zur nächsten Schicht. Da haben wir, das ist der Acrylaufsteller mit den, nennen wir es mal, drei Katzenmädchen. Lasse ich jetzt mal in der Folie drinnen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das. Ah, doch, hier da könnte man es aufmachen, aber man sieht ja schon, wie er aussieht. Oder? Ich guck trotzdem mal rein. Ach man. So, ja, wie geht das jetzt auf, dass ich das nachher auch wieder schön zumachen kann? Und da macht es gleich einen Abgang. Ach so, rum sieht es natürlich ein bisschen schöner aus. Wo sind jetzt die Basis hin? Ach, hier ist sie. Da ist aber, glaube ich, überall noch eine Schutzfolie drauf. Die lasse ich aber drauf. Na gut, es passt jetzt nicht rein. Aber so sieht das Ganze dann ein bisschen farbprächtiger aus. Also wenn hier die Folie ab ist, sieht das natürlich dann auch insgesamt noch schöner aus. Gut, das beiseite. Dann haben wir hier den Soundtrack. Ach, ich stehe mal mit den Verpackungen auf Kriegsfuß. Mal sehen, wie lange es heute dauert. Ich bin guter Dinge. Ich doch. Muss auch mal laufen. So,
Da haben wir es mit Prinz Eugen oder Eugene vorne drauf und den anderen Charakter, den Namen habe ich mir einfach nicht gemerkt. Der offizielle Soundtrack sind 16 Lieder. Und so sieht die CD aus. Das hier ist ein einfacher Zettel. Und dann das einfach nur weiß, ein bisschen kariert. Das ist der Soundtrack. Oh, dann haben wir hier die Pinnnadeln mit Chebelin, Ayanami und dem gehörnten Mädchen. Eine kleine Figur. Von dem Charakter, wo ich den Namen auch noch nicht kenne, aber die scheint in dem Spiel sehr präsent zu sein, dass sie auch ganz groß auf dem Frontcover ist. Aber vielleicht kam sie einfach in dem Anime noch nicht vor. Das Mobile Game habe ich jetzt eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Also ich habe es nie wirklich aktiv gespielt, ich habe es mir nochmal angeguckt. Ah, da kann man den Kopf sicherlich abziehen. Ich lasse es jetzt aber mal so. Sieht von der Qualität auch ganz okay aus. So, dann tun wir das noch beiseite. Und ganz unten ist jetzt noch, was ich finde, immer ein Highlight für mich ist, ein richtiges Hardcover Artbook. Also, so, das blättern wir jetzt nochmal durch. Ansonsten mehr zu zeigen gibt es jetzt zu dem Spiel nicht. Deswegen wird jetzt nur noch alles durchgeblättert. Ah, hier steht. Ach, das ist Chimerkase. Okay, auch mit heißen Ohren quasi. Wie bei Kantai Collection. Dann sind die Designs. Was ist die Ayanami? Kaga. Einige Charaktere erinnere ich mich noch aus der Serie. Die ist ja noch gar nicht fertig, weil man hat da schon in der 10. Folge, habe ich schon gemerkt, ja, irgendwie wirkt das nicht ganz durchdesignt und durch, was war denn das? War das Animation? Nee, durch Shirobako weiß man dann natürlich ein bisschen mehr. Eine Serie, die ich euch übrigens sehr empfehlen kann, wenn ihr da auch mal ein bisschen Hintergrundwissen haben wollt. Und da hat man schon gemerkt, dass die nicht ganz fertige Szenen genommen haben. Und deswegen, ähnlich wie bei Spielen, ist dann die Verzögerung bzw. die Verschiebung, denke ich mal, nicht schlecht für das Endergebnis. Die Frage ist, ob jetzt, das ist ja knapp 4 Monate jetzt danach, dann noch Interesse an derselbe besteht, aber ich hoffe es mal. Ja, jede Menge schöne Charakterzeichnungen. Und jetzt kommen wir auch schon langsam. Also über die Hälfte sind wir jetzt. Bismarck. Dann müsste ja jetzt Eugen noch kommen. Ja, da haben wir sie. Ach, Z23 hieß die andere. Da finde ich so richtige Namen einprägsamer als jetzt solche Bezeichnungen. Jetzt kommen die Gegner wahrscheinlich. Also die ist drin, genau. Und dann ist. Ach, das ist wahrscheinlich der DLC-Code. Oder ist die schon von Anfang an drin? Weiß ich nicht. Und dann bin ich durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.